herzlich willkommen bei den Hartmannshäusern. Und dem Düri. Habt ihr das gesehen? Nee, was denn? Die ganzen Flaggen an der Wand von dem Mann. Ja. Ja. Oh. Weißt du, was da vorher war, Lea? Die EM, ne? Lea, weißt du nicht, was da vorher war? Das tolle Gemälde. Das Flamingo-Bild. Ist weg. Ja. Vom Unwetter weggewaschen, Lea. Also Leute, wir haben die Diva mit an Bord. Lea ist da. Juhu! Hoher Besuch. Ja, ich habe Lea gestern am Flughafen abgeholt, habe auch bis zum Flughafen gefilmt und dann habe ich einfach aufgehört. Habe die abgeholt und dann war das Handy erstmal weg, weil einfach der Moment, Kind abholen, dann sind wir nach Torre del Mar. Lea hatte eigentlich einen Friseurtermin, aber der Flug hatte Verspätung, wir waren eine Stunde zu spät. Friseur hatte dann zu. Und er war aber so lieb, wir hatten mit ihm vorher schon WhatsApp geschrieben, dass er gesagt hat, wir können heute kommen. Deshalb geht Lechen jetzt zum Friseur. Und dann waren wir gestern, Carsten, ganz kurz am Kiosk natürlich und am Strand, aber nur ein paar Minuten. Und dann sind wir nach Hause. Ich war so fertig und habe erstmal 2 Stunden gepennt. Und Lea, wie lange hast du geschlafen? 3 Stunden oder so? 3 Stunden, dann habe ich gegessen und dann habe ich weiter geschlafen. Ja, und die kommt zum Schlafen nach Hause. Und dann bin ich gegen 12 Uhr aufgewacht. Ich habe bei Carsten auf dem Fernsehen Haifilm geguckt, was total bescheuert ist von mir. Fahren wir heute mit dem Boot raus? Weil ich jetzt demnächst an den Strand gehe. Ja, das war und doch. Jetzt habe ich so Schiss bekommen, nachdem ich diesen neuen Haifilm gesehen habe. Hier dieser, wo der im Senna ist, dieser Hai, der ach so, in der Seine oder so, in Paris, ne? Der in Paris in den Dings habe ich Vorschau gesehen. Und war gut? Carsten, ja, mittelmäßig, war okay. Aber jetzt habe ich so Angst, ins Wasser zu gehen. Und jetzt leben die Haie schon im Süßwasser. Ja, ja, klar, gibt's ja. Es gibt auch süßere Krokodile und Süßwasser-Leas. Aber das war ein Haikasten, das war ja ein Weibchen oder wie auch immer das bei Haien ist, ne? Der brauchte kein Männchen, um sich weiter zu dingsen. Ach, du Scheiße. Das heißt, es waren auf einmal dann hunderte von Haien in diesem Finger drin. Jetzt habe ich gespoilert. Ja, also. Musst du mal, wo ich angefangen habe, musst du jetzt ganz groß reinschreiben, Spoiler-Alarm. Ja. Happelapap, muss ich nachher auch mit Werbung kennzeichnen. Ich muss eh alles immer mit Werbung kennzeichnen. Aber wir haben den Namen ja von dem Film gar nicht genannt. Ich weiß überhaupt nicht, worüber ihr sprecht. Ja, egal. Also wir fahren jetzt Lea zum Friseur und dann geht's nach Benalmádena in Leas Lieblingsrestaurant zum Essen. Und eigentlich wollten Lea dann mit dem Boot noch rausfahren, aber ob sie das jetzt immer noch will? Nee, nee. Naja, ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Wir nehmen euch heute mit. Ne, Schatz? Jo. So, jetzt geht's hier ans Haare schneiden. Und Lea hat gerade erzählt, dass sie sich in Deutschland auch schon die Haare geschnitten hat. Ne, Lea? Willst du uns die Geschichte erzählen? Meine Mitbewohnerin hat mir die Haare in der Schule geschnitten. So, wir sind schon wieder im Auto. Wir haben ziemlich jetzt eilig. Kurz, Leute. Ganz kurz. Die hat ein richtiges Stück abgeschnitten. Wird immer kürzer. Ja, immer kürzer. Ich habe meine Haare sonst immer bis hier getragen. Jetzt die ganzen Lehre. Dann habe ich vor 2 Jahren oder so habe ich angefangen, immer viel mehr abzuschneiden. Und jetzt und die sind die so. Ja. Nee, so weit kommt es nicht. Aber ich finde das. Steig ein, Schatz. Die so in letzter Zeit ist halt einfach lang, passt nicht mehr zu meinem Alter. Ja, schreib mal in die Kommentare. Bald läuft dann so rum wie ich. Nein, nein, nein. Nein, 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 Leute. Ja. Also jetzt geht's ab nach Benalmádena. Leute, hier geht gerade der Punk ab. Jetzt ist es auf einmal ruhig. Kamerad, alles ist ruhig. Nein, ich im Löten. Musste meine Mutter ein paar und Carsten ein paar Lieder zeigen. Ein paar Frankfurt-Speziallieder. Zeigen und vorsingen. Ich bin ja absolut kein Frankfurter. Ich höre so Lieder auch natürlich privat gar nicht. Ich höre nur klassische Musik, Mozart und sowas. Ja, mit Cello und so. Aber nee, ich höre allgemein eigentlich nur spanische Musik. Ganz selten mal so Deutschrap oder so. Geschwindigkeitskontrolle voraus. Hat Lea uns gerade ein Lied hier, aber nur gerade den paar Sekunden eingespielt da. Und da wächst in Frankfurt, wächst was? Haschisch auf den Bäumen, Leute. Kommt hier jemand aus Frankfurt? Mein Kind ist in der Nähe von Frankfurt. Sitzt jemand in Frankfurt öfter auf Bäumen? Aber Leute, Frankfurt peinlich. Ich bin nicht aus Frankfurt. Ich komme nicht von da. Woher kommen Sie denn? Was sagst du, wenn du gefragt wirst, woher du kommst, Lea? Ja, auf jeden Fall nicht Frankfurt. Nee, aber was sagst du, wenn die sagen, wo kommst du denn her? Spanien. Wie bei Spanien. Aus Spanien. Ja. Und dann geht die Diskussion los. Und dann geht los. Die Diskussion los. Ja, aber wenn beide Elternteile deutsch sind, dann bist du deutsch. Ja, ich bin ja auch deutsch. Ich bin auch stolz, deutsch zu sein. Aber ich bin nur mal in Spanien aufgewachsen. Mein ganzes Leben in Spanien verbracht. Ich kenne Deutschland ja nicht. Deswegen, wenn du mich fragst, woher kommst du? Ich komme aus Spanien. Das und ist ja auch wahr. Also deine DNA ist ja Spanisch quasi, ne? Genau. Nein, ich bin ja Deutsche. In meinem Pass steht Deutschland. Aber ich komme aus Spanien. Was soll ich denn sonst sagen? Ja, ich komme aus Kruft.
noch nie in meinem Leben, also so, ne, länger als eine Woche da oder so. Also Lea war jetzt in ihrem ganzen Leben von 19,5 Jahren, denn über 19 Jahre war sie insgesamt jetzt ein Jahr in Deutschland. Die hat 2 Monate in Deutschland gelebt, wo sie ein Baby war, also auf die Welt kam, die ersten 2 Monate, und jetzt ist sie 10 Monate in Deutschland. Und wie lange hast du vor, in Deutschland zu bleiben? Nicht länger als es sein muss. Ja, Lea hat schon oft Heimweh, so nach Spanien. Die Mentalität, die sagt, hier ist halt alles ganz anders, ne, Lea? Das Leben ist ein Riesenunterschied, ne? Deutschland, Spanien. Ja, so, Deutschland, weiter geht's, ja? Weiter geht's mit der Musik und wir sind auch gleich da. Ich singe jetzt. Das wollt ihr aber bestimmt nicht hören, nein, oder? Ich also angekommen, liebe Leute, Licht ist jetzt so gut. Licht ihr wartet auf ihr Essen. So. Und hier, das lassen wir uns jetzt auch hier im Bock machen. Und das hier mit gegrillt. Das ist mein Essen. Gemüse, Gambas und helf mir mal gerade, wie heißen die nochmal auf Sushi? Nicht Sushi. Was habe ich denn noch? Ein Tintenfisch. Und bei Lea gibt es hier auch. Warte, ich zeig. Ich habe einmal Maki Avocado-Sushi. Und dann Muscheln. Und drunter ganz viele Muscheln und darunter noch ganz viele Gambas. Ne? Kannst du mit Stäbchen essen, Lea? Ja, klar. Dann mach mal hin hier mein. Ist das ein Schild? Ich kann dann nicht. Du bist überbeleuchtet. Und hier ist mein Papa. Was hast du da, Papa? Gemüse, Fisch, Lachs, ich kann es nicht sehen. Lachs. Kanäle, Hähnchen. Also alles einmal. Ja, und hier sitzen wir mit diesem tollen Ausblick. Hier ist ein Traum. Waren wir ja vor einer Woche erst mit Carstens Bruder. Carstens Teller. Er macht heute mal ein Foto von seinem Essen. Zieh mir das jetzt einfach mal. Alles war eigentlich schon fertig, ne? Und Lea hat nochmal angefangen. Was ist denn das, Lea? Ein Krebs? Ein Fischding. Was ist das? Ein Hummer. Guck mal, wie zart das Fleisch ist. Ein Stück Hummer. Nur das Fleisch ist Krebs. Mehr. Nein, das ist Krebs. Schon ein bisschen länger mit dem Essen fertig und Lea, meine Schwester Carsten, meine Eltern, die sind hier ein bisschen shoppen und ich sitze hier, ich habe mich jetzt hingestellt, um zu filmen, ich setze mich jetzt wieder hin, ich sitze jetzt hier am Hafen und ruhe mich ein wenig aus. Wir sind jetzt hier im Hafen und meine Schwester hatte eine verrückte Idee und der Opa ist drauf eingesprungen. Papa, was hast du gesagt? Wenn er nach dem Fall 25. Ich habe gesagt, wenn wir einspringen, holst du 50 Euro. Wenn Lea hier in den Hafen wird, dann springt die Opa von meiner Schwester, kriegt sie 50 Euro. Und jetzt hat sie sich hier frisch geschnittene Haare. Jetzt hast du da irgendeinen Gummi aus dem Gesicht bekommen. Ein Springen mit der Füße, den ganzen Rennen. Wo willst du da hin? Der zieht die Schuhe aus. Hör mal, wo kommst du da hin? Ja, hier musst du rein. Ja, hier rüber. Hier musst du rein. Da. Pero hay animales? Santa, yo tiene la No, no miedo, sabe nadar. Lea, Schuhe aus. So, Socks. Aber die sagen, alles soll da springen. Die sagen, alles soll da hinten springen. Geht das auch? Kampion! Ja, aber das sind ja die Fische nicht. Das sind auch Fische, guck! Ja, doch da. Aber Lea, dann werden ja deine Haare. Entschuldigung. Ja, nein, ich gehe extra hier runter, dann werden wir noch rein. Ja, hör erstmal. Zack, aber nach. Nein, die Schuhe, damit er gleich die Schuhe wieder anziehen kann. Bitte, damit wir noch keine Bindung. Nee, hast du gehört, was sie sagen? Lea, von hier oben. Die Socken aus. Lea, von hier oben, nicht von da. Dann habe ich deine Haare, das ist ja und? Nein, natürlich. Dann sind es aber nur 20 Euro. Nee, für 20 nicht. Wir müssen jetzt Film oder Foto machen. Joder, Dio! Hallo! Ah, no!
Einmal da rein springen, bis zur ersten Boje schwimmen und zurück. Nein, einmal nicht schon. Nicht reinspringen, nicht hier so. Einmal nur. Nee, du musst schon eine Runde schwimmen, gell? Para divertirme. Nee, du musst schon eine Runde schwimmen. Claro. Ich bin so dumm, dass ich diesen Film gestern gesehen habe. Ich bin so behindert. Das ist meine einzige Angst gerade. Könnt ihr nicht mehr sagen? Ich lenke den ab, wenn der kommt. Mal lieber, ja. Ja, yo me tiro, vamos. Yo ni me lo pienso. ¿Puedo yo? Alo, por favor, callaros. De verdad, me estoy agobiando. Si tienes duda, me das 10 euros y yo te empujo. Joder, es que... Mira, salta por allí. No, voy a salir. Pero salta aquí mejor, ¿eh? Pero no me puedo bajar el pelo. No, que yo ahora me voy. Also, Lea, der Opa ist ja noch eine Minute, die ist schon lange vorbei. Nein. Leute, ich kann froh sein, dass ich hier so eine Scheiße mache. Nein. Ich quiero tú y yo, pero la mitad para mí, la mitad para ti. Cállate. Es que me dio miedo los animales. Hast du schon die Socken mehr? Está fría, que te cagas. Claro. Yo soy fuerte. Ja, schwimmen, du musst eine Runde schwimmen. Schwimmen. Oh, und du hast ja, du kriegst noch Lea, noch den Fisch im Mund. Der Opa sagt, wenn du den Fisch im Mund hast, gib ich dir das wieder. Ich habe einen Tau, ich bin nicht gesprungen, da geht es nur die Hälfte. Ich spring noch schnell. Jetzt sind die Fische da. Als Lea reingesprungen ist, sind die ganzen Fische abgehauen. Und jetzt ist Lea nass. Ja. Sexy. Wow. So. Lea, hat sich das gelohnt für deine 50 Euro? Oder? Das war für Opa und Oma heute Tag ein Spaß. Und zum Essen einladen, Lea. Was hast du noch bekommen von Oma und Opa? Ein West Fork Money und jetzt noch 50 Euro beim Reinspringen. Also für Lea hat es gelohnt. Ja, da ist das. Jetzt gehen wir pitch nass. Komplett nass, Leute. Lea hat ein Handtuch bekommen und geht jetzt pitchepatsche nass zum Auto. Und die Oma hat noch ein Ersatzkleid im Auto. Das kriegt sie jetzt. Ja, du musst direkt die 50 Euro schon anbrechen, Lea. Meinst du, da ist was Gutes dabei? So, wir sind am Heimweg. Lechen hat ein schickes Kleid an von der Oma. Ein Blümchenkleid, hat sie jetzt umgezogen. Da hinten liegt Handtuch und die nassen Klamotten. Ja, und jetzt geht's ab nach Hause. Ich bin auch schon wieder fix und fertig und müde. Also wir fahren jetzt noch bei unserer Bekannten vorbei, wo der Mann im Koma liegt. Und danach nach Hause. Wir wollten erst noch bei anderen Bekannten heute kurz vorbei, aber ich bin schon wieder, war mir schon wieder zu viel. Ich bin schon wieder fertig und halten jetzt nur im Rückweg halt noch meine einen Bekannten an. Ja, dass Lea da kurz mal Hallo sagen kann und dann geht's weiter nach Hause. Ja, und ich würde sagen, wir beenden noch das Video. Ich denke, das ist jetzt lang genug geworden mit Lea, ihrem kleinen Ausflug da ins Hafenbecken. Wie sagt man das denn? Schatz. Ja, ich weiß nicht, was mir dazu sagen soll. Haben wir gesprungen, fertig. Naja, ihr habt ja gesehen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video bitte einen dicken Daumen nach oben. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare und schreibt mal rein, ob euch freut, Lea wieder zu sehen. Ja, und dann würde ich sagen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr keins unserer Videos mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.